Herzlich willkommen zu einem kurzen Video, was die Tripods in Lost Ark betrifft. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, den vielleicht der ein oder andere, der meint, ich weiß alles über Tripods, die derjenige vielleicht noch gar nicht gesehen hat, nicht weiß, aber das zeige ich gleich bei dem entsprechenden Händler. Und das ist jetzt so ein kleines Video halt für die Leute, die gar nicht so richtig wissen, wie stelle ich das ein und so weiter. Da zeige ich das einmal kurz jetzt. Und zwar die Tripods, ihr geht hier auf Charakter, Kampffertigkeiten und dann könnt ihr für eure Skillung, ich habe jetzt hier eine Raid-Skillung, zu den jeweiligen Fähigkeiten, die ihr hier unten auch nutzt, ich gehe mal eben vom Mount, so könnt ihr hier, habt ihr ja die Fähigkeiten, die ihr hier bei 4, 7 und 10 Punkten setzen könnt. Diese Fähigkeiten haben meistens, nicht immer, aber meistens haben die eine Stufe, ein Level. Und dieses Level, diese Stufe könnt ihr noch erhöhen mit diesen Tripods. Ich zeige das gleich nochmal genau. Und zwar geht ihr hier einfach bei eurer Fähigkeit mal auf Einstellung. Hier heißt es Verfolgen. Und dann seht ihr hier dieses kleine Symbol. Ich kenne das doch vom Russland-Server, das nennt sich halt Tripod. Das ist einfach nur eine Erinnerung, welchen Skill ich hier denn ausgewählt habe, und den setzt ihr bei jeder Fähigkeit, die ihr benutzt, setzt ihr immer halt diesen Marker rein, und das hat den Hintergrund, wenn ihr jetzt im Chaos Dungeon unterwegs seid und da droppen Sachen, ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet, aber hier im Chaos Dungeon droppen halt Items, ne? Und hier ganz wichtig, ab dem Chaos Dungeon, hier Punica, ab der Sonne droppen keine richtigen Items mehr, die ihr anziehen könnt, sondern nur noch zerstörte Items, sagt man dazu. Und das hat nur noch den Zweck, dass ihr da euch da diese Fähigkeitenstufen runterzieht. So wie ich jetzt hier. Ich habe hier jetzt mal drei Items bekommen. Und dadurch, dass ich dieses Tripod-Symbol bei meinen Fähigkeiten gesetzt habe, wird mir hier jetzt dadurch angezeigt, durch dieses Zeichen hier oben, dass hier eine Fähigkeit ist, da seht ihr das auch nochmal im Fertigkeitseffekt, da wird genau angezeigt, dass ich diesen Tripod irgendwo bei meinen Kampffähigkeiten gesetzt habe und dieses Item besitzt diese Stufe oder besitzt diese Fertigkeit mit einer entsprechenden Stufe. So, hier sehen wir noch Items. Da ist kein Symbol, weil da halt kein Effekt, keine Stufe drauf ist, die ich benutze. So, jetzt habe ich hier drei Items, wo jeweils was drauf ist. Hier habe ich eine Stufe 3, Frostruf, verstärkter Schlag. Hier habe ich Stufe 2 und da habe ich nochmal Stufe 3, Esoterik-Reaktion. So, und wenn ihr sowas gedroppt bekommt, dann geht ihr einmal zum entsprechenden Schmied. Ich zeige das einmal ganz genau, keine Sorge. Und ich würde mal schätzen, das macht so 30% mehr Damage aus, wenn ihr das entsprechend erstmal sowieso drin habt. So, jetzt sehen wir hier diesen Tripod-Händler. Fertigkeitsbaum übertragen, Joanna ist das. So, zu der gehen wir. Und hier haben wir jetzt dieses Fenster. Ich sortiere mir das immer gerne nach, was ich ausgerüstet habe. So, und hier sehen wir jetzt die ganzen Tripods, die ich hier schon mal drauf habe. Hier seht ihr das meist, also am Anfang Stufe 1, Stufe 2 sogar schon, 2. Und die Fertigkeiten gehen bis Stufe 5. Ich glaube auch nicht alle, aber die meisten, wenn überhaupt, dann gehen die bis Stufe 5 hoch. Und damit pusht ihr euren Damage. Also sehr stark, finde ich. Also ich würde mal sagen 30% mehr Damage. Und je nachdem dann auch, welche Stufe ihr habt, macht das schon viel aus. So, und jetzt komme ich zu diesem Tipp, den ich am Anfang gesagt habe. Bevor ihr jetzt hier irgendwas übertragt oder so weiter, dass ihr nichts doppelt habt in eurem Equip, geht ihr einmal hier jedes Teil, was ihr angezogen habt, durch. So, und jetzt seht ihr schon rechts dieses grüne Dreieck. Wo war es? Hier.
So, dieses grüne Dreieck zeigt euch jetzt an, dass ihr den Tripod, der hier drauf ist, auf diesem Item, schon hier drauf habt. Und natürlich dann, ja, Stufe im niedrigeren Level, also Stufe 1. Hier haben wir ihn nämlich. So, und jetzt habe ich hier nämlich Stufe 1 und hier kann ich Stufe 2 übertragen. Also bevor ihr irgendwas immer übertragt, klickt einmal durch und ersetzt immer die Fähigkeiten, die euch hier angezeigt werden, dass ihr die schon habt. Sonst habt ihr doppelt Tripods drauf. Ich gehe nochmal eben zurück. Und das ist ja verschwendeter Schaden, weil doppelt zählt nicht. Ich zeige das mal hier zum Beispiel. Da steht jetzt Max Stufe 1. Wenn ich jetzt ein Tripod habe und übertrage mit Stufe 1, wird diese Stufe 1 dazu gezählt. Ich habe dann automatisch Stufe 2. Wenn ich jetzt aber zwei Tripods auf meinem Equip habe, habe ich nicht Stufe 3. Es wird immer nur, diese Stufe 1 wird immer dazu gezählt und dann kommt es halt drauf an, was ich hier drauf habe. Hier habe ich zum Beispiel Esoterik-Reaktion Stufe 2. Und da ich hier immer Level 1 habe, ich kann den da mal eben raussuchen. Wo haben wir ihn? Hier. Esoterik-Reaktion für den Skill schnelle Vorbereitung. Wo haben wir ihn? Hier oben. So. Da seht ihr jetzt aktuelle Stufe 2, weil Stufe 1 wird immer dazu gerechnet und ich habe ein Stufe 1 Tripod auf meinem Equip. Das heißt, ich habe hier jetzt Stufe 2. Wenn ich nachher hier, wo haben wir ihn da, zum Beispiel Stufe 3, wenn der erfolgreich übertragen wird, habe ich hier schon Stufe 4 dann drauf. Also ne, es zählt nicht doppelt, ganz wichtig. Und ich würde jetzt sagen, wir machen das einfach mal. So, einmal sortieren, weil ich komme sonst immer ein bisschen durcheinander. Deswegen meine Ausrüstung, gehe einmal durch. Zack. Oh, jetzt zeigt er mir an, grüne Dreieck. Da ist ein Tripod drauf, den ich schon habe. Den muss ich also eher unbedingt ersetzen, weil das halt nicht zusammengezählt wird. So, auch ganz genau gucken, welcher Skill das ist. So, das ist jetzt hier Stufe 1. Möchte ich jetzt mit dem Stufe 2 übertragen. Also ich möchte hier Stufe 2 draus machen. Mit diesem Staub, wenn ich den in meiner Festung produziert habe, kann ich sogar die Chance immer verdoppeln. Jetzt sind es 30%, es wären dann 60%. Im Moment, ich habe jetzt leider gerade keinen Staub. Ab Stufe 3 Tripods übertragen, da kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, bin ich schon bei nur 15% oder mit dem Staub dann bei 30%. So, ich habe leider nicht so viel Glück mit dem Übertragen. Irgendwie, weiß nicht, Stufe 2, 3, das auch mit Staub. Also habe ich ganz, ganz viele Fails leider, aber nach und nach, jeden Tag Chaos Dungeon rennen, da kriegt man die Items oder auf dem Markt kann man die auch kaufen. Und dann wird das mit der Zeit, kriegt man die dann schon hoch. Aber wichtig ist überhaupt erstmal Stufe 1 Skills hier oder Tripods drin zu haben, ne? So, ich ersetze das jetzt mal hier unten. Kostet auch nur erstmal 9000 Silber. Das ist jetzt nicht so viel. So, gehe auf Übertragen. Bestätigen. So, wir kennen's. So, natürlich fehlgeschlagen. Bei mir schlägt das ganz oft fehl, leider. So, und jetzt ist dieses Item auch zerstört. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich hier ein Teil. Mal eben gucken. Ich kann hier jetzt das Teil übertragen oder hier kann ich das übertragen. Jetzt will ich mal eben gucken, welcher Skill vielleicht sogar mehr Schaden macht. Hier ist nur Zeit reduzieren. Dann nehme ich, glaube ich, mal, oder ich versuche mal den Stufe 3 zu übertragen. Hier haben wir ihn, habe ich schon Stufe 2. So, den Stufe 3 hier drauf zu übertragen. Ich kann da mal gucken, Schaden an Gegnern plus 64%. Nur diesen Stufe 1, Stufe 2 Tripod. Also ist, ne, ich sagte am Anfang ungefähr 30% im Schnitt. Also es ist schon Schaden an Gegnern plus 64% ist schon wirklich viel. Und wenn ihr noch gar keine Tripods irgendwie gesetzt habt, dann macht das unbedingt. Und es wandelt sich dann um, was haben wir jetzt nochmal, 64%.
Und das nächste Level wäre dann, ja, wird mir jetzt nicht, Stufe 3. Okay, wird mir jetzt nicht angezeigt. Wir ersetzen das einfach mal oder versuchen es. Kostet jetzt 10.900 Silber. Wird sehr wahrscheinlich auch wieder fehlschlagen. So viel Glück habe ich nicht. Ja. Okay, jetzt einmal durchgucken. Da ist noch ein Item. So. Das müsst ihr auch immer ganz genau gucken, ne? Ersetzt bloß nichts Falsches. Das ist der hier, Stufe 3. Ich glaube nicht, dass ich Glück habe. Ja, auch nicht geklappt. Gar nicht schlimm. Morgen kommen wieder 1, 2, vielleicht auch mal 3 Tripods. So, und das war's jetzt mit dem Übertragen. Also so macht ihr das. Und ihr könnt euch, wenn ihr jetzt ein neues Item dann irgendwann mal bekommt, ihr könnt euch diese schon vorhandenen Tripods, gerade wenn ihr später Level 3, 4 habt, ihr merkt schon, die sind wirklich echt wichtig und auch teuer und es dauert lange, bis man die alle übertragen hat. Ihr könnt euch die hier unten im Inventar auch speichern. Mal eben hier nochmal ausgerüstet. So, ihr könnt euch die, ihr drauf habt auf eurem Item, könnt ihr hier abspeichern. Und wenn ihr dann euch ein Set bastelt oder neue Items bekommt, da sind ja dann, vielleicht ist da ein Tripod mal drauf, der gut ist oder so, aber meistens sind da nie 3 Tripods drauf. Dann könnt ihr euch nämlich diese gespeicherten auf das neue Item übertragen. Und ihr könnt sogar hier oben, seht ihr eine 2, ihr könnt sogar mehrere Varianten speichern. Hier könnt ihr sogar noch was freischalten, also 1, 2, 3, 4, 5 mal speichern könnt ihr jetzt quasi für verschiedene Skillungen, wie auch immer. Und ihr könnt immer auch nur ein ganzes Item rüberziehen. Also ihr könnt nicht sagen, hier, ich will den rüber und den will ich da. Nein, ihr könnt immer nur ein komplett speichern und ihr könnt auch nur denn eine Speicherung komplett auf ein Item übertragen. Deswegen ist, wenn ihr ein Item habt mit einem guten Tripod drauf, ja, müsst ihr entweder komplett ersetzen oder ihr lasst die anderen beiden Tripods offen, die Plätze, und ersetzt die dann mit der Zeit. Aber leider geht immer nur einmal komplett. Und ich finde das ganz gut gemacht hier mit den verschiedenen Speicherorten. Ich nutze es im Moment noch nicht, aber ich habe zum Beispiel eine Skillung für einen Raid und eine Skillung für einen Chaos Dungeon. Ne, ich spiele Zauberin. Chaos Dungeon brauche ich viel Flächenschaden. Deswegen habe ich hier eine andere Skillung. Und für einen Raid, wo meistens Single Target Damage kommen muss, habe ich halt hier meine Raid-Skillung. So, und auch nur diese Raid-Skillung habe ich hier mit den Tripods versehen. Weil wenn ich jetzt meine Chaos Dungeon-Skillung, hier sehen wir schon, hier sind die nämlich, ne, aktiviert. Und das sind auch teilweise andere, hier sehen wir schon, dann wird das auch an den Items angezeigt. Deswegen, ihr könnt nur, hier sehen wir es zum Beispiel, hier habe ich normalerweise in der Raid-Skillung hier den Tripod. Ich kann den jetzt hier auch setzen, ja, aber dann ziehe ich mir vielleicht diesen Tripod rüber und möchte den aber lieber in der Raid-Skillung haben, weil ganz ehrlich, Chaos Dungeon ballert man so oder so durch. Da brauche ich keine Tripods mit verstärkten Skills oder sonst irgendwas. Das dauert 5 Minuten, dann ist man da einmal durch. Deswegen nur die wichtige, wo es drauf ankommt, die wichtige Skillung, die Raid-Skillung mit Tripods versehen und auch so das Equip ausrichten. Wenn ihr jetzt natürlich später ein zweites Set habt und mit anderen Tripods, das kann man natürlich alles machen. Ich kenne auch nicht alle Klassen auswendig. Ob das vielleicht bei irgendeiner Klasse Sinn macht, auch verschiedene Sets dann zu haben mit verschiedenen Tripod-Effekten und so weiter. Ich bin so sehr zufrieden, also das macht gut Schaden. Und ich zeige das noch einmal kurz, seitdem ich hier auch die Gravuren hochgepusht habe. Hier fehlt mir noch eine Ader, dann habe ich 4 volle Gravuren, ist mein Schaden wirklich enorm hochgegangen. Vorher hatte ich, glaube ich, nur 2. Hier Zünder und ich glaube Totalangriff hatte ich voll und die anderen nur auf Stufe 1. Aber das hat schon echt gut was gebracht. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nein, das wollte ich nur einmal kurz loswerden. Tripod. Sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder kommt mal im Stream vorbei. Da kann ich das dann live mal zeigen. Also Chaos Dungeon
Farm und dann wird euch das hier angezeigt. Die beiden Items jetzt habe ich hier noch, um die zu verkaufen auf dem Markt. Können ja mal eben gucken, ob vielleicht was vorhanden ist. Ist nichts vorhanden. Ich kann auch gerade nichts einstellen. 10 Registrierungen voll. Also die kann man auch auf dem Markt verkaufen. Was habe ich hier? Genau, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 1. Und hier 2, 3, 2. Also für ein paar Gold, vielleicht hat jemand genau diese Skillung, diese Tripods gesetzt und sucht hier Blitzstrudel Stufe 3, schnelles Tempo vielleicht. Wer weiß, wenn man da noch ein bisschen Gold mitmachen kann, warum nicht? Also ihr könnt dann später auch auf den Markt gucken. Kann ich das hier nochmal zeigen? Ja, ihr könnt auf jeden Fall, will ich jetzt nicht groß suchen, ihr könnt auf dem Markt auch nach bestimmten Tripods suchen. Aber ich würde erstmal empfehlen, macht immer euren Chaos Dungeon und zieht die Tripods nach und nach rüber und denkt immer an dieses kleine grüne Dreieck. Das zeigt euch immer, dass ihr diesen Skill auf eurer Ausrüstung hier schon drauf habt. Ganz wichtig. Ja, so, das war einmal kurz was zu den Tripods. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.